Für die Jubiläumsschau 200 Jahre Zierpflanzenbau haben sich die Verantwortlichen des Zuschendorfer Landschlosses etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Rhododendren und Azaleen wurden im Mansardsaal des Schlosses zu einem chinesischen Blumental arrangiert. Wir sind zum ersten Mal hier. Wir hatten uns das vorgenommen. Und ich stamme aus einer Gärtnerei raus und bin für Blumen und alles Mögliche. Und habe gesagt, wir fahren mal hierher. Wir gucken uns das mal an. Und von der Vielfalt und bei diesem Wetter, was da alles blüht, haben sie sehr viel auf die Reihe gebracht. Lass mir niemals was entgehen hier. Ich muss das ganze Personal auch richtig loben für ihre Mühe und Arbeit. Ich finde die Ausstellung ganz fantastisch. Der Farbenreichtum der Pflanzen, die unterschiedlichen Freiland-Azaleen, Rhododendron. Es ist einfach nur beeindruckend. Ich bin auch nicht das erste Mal hier. Ich war zur Eröffnung schon hier am Sonntag. Und wir wollten es einfach nochmal genießen, diesen Blick in diese ganz fantastische und sehr aufwendige Ausstellung. Insgesamt 5 LKW-Ladungen Blumen mussten bei Frosttemperaturen ausgeladen werden, bevor sie ihren Weg auf den Dachboden des Schlosses gefunden haben. Warum sie aber in die botanischen Sammlungen angefahren werden mussten, hat einen ganz besonderen Grund. Es war natürlich eine völlig verrückte Idee, weil erstens war der Kram doch völlig zugefrümpelt. Wir mussten erstmal den Kram ausräumen und entsprechend Platz schaffen. Das war also alles nicht so einfach. Und das Wagnis ist natürlich, dass bis aller Jahrzehnte, muss man sagen, hier irgendwo in der Gegend Rhododendron angetrieben werden. Die normale Blütezeit ist ja im Mai oder im Juni sogar teilweise. Und bei diesen Antreiben, da gibt es ja frühe, späte und mittlere Sorten. Das ist natürlich ganz schwierig, dass man die dann alle zur selben Zeit blühend hat. Wir hatten alle keine Erfahrung. Wir haben das mit dem Referenzierpflanzen von Pillnitz, vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gemeinsam gemacht. Und ich kann da nur meinen Hut ziehen vor der Leistung dieser Gärtner dort. Die haben das ja, wie Sie sehen, hinbekommen, dass wirklich alle zur gleichen Zeit blühen. Vermutlich eine Idee für die Ausstellung war wohl eine ähnlich spektakuläre Inszenierung von Rudolf Seidel auf der 3. Gartenbauausstellung 1907 in Dresden, als er das Panorama eines Kaukasustales malen ließ und unzählige Rhododendren davor aufbaute. Die Jubiläumsausstellung ist noch bis zum 24. März zu erleben. Zeitgleich findet in den unteren beiden Etagen im Landschloss die 10. sächsische Kamelienblütenschau statt. Über 1000 verschiedene, wunderschöne Kamelienblüten können dabei bestaunt werden. Von bunt bis uni, von klein bis groß. Sieger in diesem Jahr wurde die Mrs. D.W. Davis der Gärtnerei Steglich aus Bautzen. Ja, die Wahl bei der deutschen Kamelienblütenschau ist ja mal eine Publikumswahl. Geschieht an den ersten 4 Tagen der Ausstellung. Und die Kamelie, die die meisten Stimmen hat, die hat dann am Ende gewonnen. Diesmal ist es also hier eine besonders große amerikanische Sorte aus den 50er Jahren gezüchtet. Ich finde sie nicht so großartig. Ich bin mehr konservativ und liebe mehr die alten Sorten. Ich habe auch mich gewundert, weil normalerweise das Publikum die letzten Jahre immer sehr geschmackvoll gewählt hat. Dieses Jahr waren vor allen Dingen die großen und mächtigen und kräftigen Blüten im Mittelpunkt der Kunst des Publikums. Benannt wurde die Camellia Japonica übrigens von Karl von Linné 1735 nach Georg Joseph Camel, einem mährischen Jesuitenpater und Apotheker, der in Manila gearbeitet und einen Tafelband über die Insel Luzon verfasst hat, die bereits damals für ihren Artenreichtum bekannt war. Mittlerweile gibt es rund 30.000 verschiedene Arten, wovon wir eigentlich, was an der Geschichte liegt, nur noch ganz wenige kennen. Es gibt, was im Blumenladen zum Teil angeboten wird, was Kamelien aus Italien sind und so weiter. Es gab in den Jahren 1920 und danach viele Kameliengärtner in Italien, die einfach die Kamelien gezüchtet haben, die für sie, für die Vermehrung günstig waren. Und man schreibt dann nur noch auf das Etikett drauf, Camellia Japonica Rosso oder Rosea, und damit ist kein Name mehr vorhanden. Aber auch abseits des Landschlosses können die Besucher ihrer Lust, in die Welt der Pflanzen einzutauchen, frönen. Im Garten der Botanischen Sammlung stehen mehrere Gewächshäuser, die ebenfalls Kamelien beherbergen.
Unter einer Glasfläche von 1500 Quadratmetern präsentieren sich die Sammlungen von etwa 220 Sorten und Arten den Besuchern. Doch durch den langen und bisweilen strengen Winter ist in diesem Jahr doch alles ein klein wenig anders als sonst. Das Problem ist ja nicht nur die Kälte, sondern das Problem ist einfach die lange Finsternis und diese lichtfreien Tage sozusagen, die machen den Pflanzen natürlich schon zu schaffen. Das ist ein bisschen Stress für die. So ist das. Aber die Probleme, die haben mehr diejenigen, die sich mit den Pflanzen auseinandersetzen müssen. Zum einen natürlich die Besucher, weil alles ein bisschen später blüht als in den anderen Jahren. Hier in diesem Haus ist es ja schon recht üppig. Sollte sich das Wetter einmal langsam bessern, schwärmen eventuell die Besucher, wie einst 1851 ein Berichterstatter für die Chronik des Gartenwesens: Die großartigste Ouvertüre für den Frühling ist seit einer Reihe von Jahren die Kamelienausstellung des Herrn Seidel. Na, dann drücken wir dem Wetter einmal die Daumen.